Okay, dann haben wir halt Gesellschaft. Hi, mein Name ist Antigone Akgün. Ich freue mich, dich zu sehen. Ich bin eine Spielerin in der Produktion In Her Face und heute haben wir die historische erste Wiederaufnahmeprobe nach, ich glaube, jetzt 3,5 Monaten. Und ich bin richtig aufgeregt, weil es ist super viel Text und es sind super viele Orte. Und ich bin so aufgeregt, dass ich heute die ganze Nacht nicht geschlafen habe und so war, was sage ich nochmal an dem Ort? Und dann war ich heute Morgen im Gym und habe so die Playlist durchgehört von den Songs, die ihr hier hören könnt und war so, yeah! Ich weiß noch den Text und wie ich mich bewege und so. Kokettierungsstreberin. Naja, egal, ich will dich gar nicht aufhalten. Ich habe ja noch 20 Minuten. Lea ist noch nicht da, also esse ich noch mein Brot. Viel Spaß. Hi, ich bin Lea. Ich komme für die Wiederaufnahmeprobe von In Her Face oder die Autorin ist tot, Akgün Schassner Zehaf. Ich bin ein bisschen zu früh, aber mit Antigone, Strebere-Team, wir haben ein Spiel und wer kommt früher als die andere? Mal gucken, ob ich heute gewonnen habe. Und ich habe meinen Text nicht gelernt. Sehr wichtig für 2021, ohne Text zu lernen, zur Probe kommen. Ah. Ey, nee, ne? Scheiße. Was machst du denn schon wieder hier? Ja, und was machst du denn hier? Entspannen vor der Probe. Ist das eine Umarmung-Einladung? Ja, ich bin getestet. Ich habe so Fetisch mit Testzentren. Was soll man machen? Ich habe von dir geträumt. Oh nein. Doch. Was war das denn für ein Traum? Ich glaube, du oder ich kam gerade aus dem Kino und du warst mit deiner Freundin da. Und wir waren so emotional und so glücklich, uns zu sehen. Ich hoffe, das wird irgendwann Reality. Wie war deine Nacht? Ah, ich habe gar nicht geschlafen. Weil ich habe den Text angeguckt gestern Nacht und habe dann noch einen Kaffee getrunken um 11 Uhr. Mach das nicht. Und dann ging gar nichts mehr. Was macht Schassner? Ich weiß nicht, das wundert mich, dass sie nicht schon da ist. Normalerweise kommt sie ja immer aus der Tür. Anna? Schassner? Okay. Hat sich ja viel verändert in den letzten Monaten. Aber ich meine, wieso soll sie denn schon da sein? Wir haben noch 20 Minuten Zeit. Das stimmt. Aber wir waren schon besser. Nicht dein Ernst, Lea. Ja, Antigone, ich bin unvorbereitet und du hast über die Szene 20 ein Gegenüber haben. Und ja, und Szene 20 ist doch gar nicht so viel, was du machst. Ja, du machst eher so Action und ich mache hier eher so Labyrinthis-Anfall. Ich weiß, ich habe ein Utimus, mein Potenzial. Ich bin hier zu einem Problem, nur weil ich habe keine Identitätsprobleme als Frau. Ich habe Identitätsprobleme als Frau. Wollt ihr eigentlich eure Post schon haben? Oder ich muss arbeiten. Später bitte. Okay. Boah, immer falsch. Sie wollen mich doch einfach. Hast du eigentlich Angst, mal deinen Text nicht zu können? Ich meine, was könnte denn dann da passieren für dich? Ich meine, so als Professional Actress musst du ja einfach nur so drüber gehen und dann hat sich das Problem gelöst. Ja, also Antigone, du bist auch professionell. Erstmal. Was? Das ist ja wirklich so Understatement-Treffen hier heute. Nein. Ich glaube, ich bin so ein bisschen high, weil ich heute nicht geschlafen habe. Und das ist so, als hätte ich so 5 Gin Tonics konsumiert. Kann auch sein, dass ich ein bisschen viel rede, weiß nicht. Aber ja, das stimmt. Ja, mach mal weiter. Ja, danke. Wie kommen Sie jetzt auf Romantik? Guckst du dann eigentlich jemanden an, wenn du diesen Monolog machst? Also die Szene 20 hat doch die Regisseurin gesagt, wir müssen mit dem Publikum reden. Ja, und aber Zug und Therapie. Suchst du dir dann einen Mann oder eine Frau? Oder genderneutral?
Ich suche mir einen Mensch. Ich wechsle. Weil es kann unangenehm sein für einen Zuschauer oder eine Zuschauerin, immer eingeguckt zu werden. Und ich bin eine sehr höfliche Schauspielerin. Ich will das Publikum nicht unangenehm machen. Also nicht direkt. I will always love you. Ja, also ich schaue immer drüber übers Publikum. So. Das ist auch ein Trick, wenn du einfach so auf dem Kopf guckst und deinen Blick ein bisschen, dann haben jeden Eindruck ein bisschen wie La Joconde. Weißt du, die gucken und du hast immer den Eindruck, sie guckt dich. Mhm. Ja. Aber Jared, sag mal, Butler. Hier ist so eine belebte Situation. Wollen wir mal reingehen? Wir müssen ja noch in diese 5000 Kostüme. 6000. Das habe ich vermisst jetzt. Hot Summer mit 30 Kostümen. Es wird auch laut und heimlich tue ich dann so, als wäre ich Whitney Houston. Und mein Schreibtisch wäre Kevin Costner. Diese sexuelle Spannung zwischen uns. Wieso kam ich schon wieder an deinen Text? Ja, Streberin halt. Hannah? Hannah, Diva ist jetzt da. Was soll der Scheiß? Falsches Bühnenbild. Ja. Hallo? Niemand hat mir gesagt, dass da ein Bühnenbild stehen sollte. Wieso sind wir hier nicht am Stadttheater? Dann könnte ich mich jetzt hier einfach hinlegen und warten. Boah, es ist echt nicht immer einfach, mit Antigone Akgün zu arbeiten. Ja, ist auch Wiederaufnahmeprobe. Ich freue mich auch, dich zu sehen. Ich glaube, dieses Bühnenbild haben wir schon bei einer Folge von Sehnsucht gesehen. It's time to make some Werbung. Niemand, ein Paradische Groteske von Hannah Schassner. Sie ist überall. Und Lea Zehaf, sie ist auch überall. Und Julius Ohlemann, der ist auch überall. Ja, der hat Dramaturgie bei Hina Fest gemacht. Leider war Antigone nicht da. Frau Akgün war in Berlin und konnte auch nicht Dramaturgie übernehmen für niemand. Ja, ich entferne mich auch sicheren Schrittes weg von Dramaturgie, muss ich sagen. Antigone, lass uns einen stillen Moment haben. Oh, ich hasse Stille. Aber nur, weil du es bist. Danke. Lea? Ole? Hättet ihr jetzt Zeit für die Post? Wir sind gerade super beschäftigt, aber... Das ist nämlich die letzte Sehnsuchtspost. Die letzte? Die letzte. Ihr seid die letzte Folge, wusstet ihr das nicht? Gäbe es andere Folgen? Ist egal. Die Sehnsuchtshotline ist damit dann auch geschlossen. Es war sehr schön, vielen Dank für die schönen Gespräche und tschüss. Tschüss. Einfach vorlesen, ne? Alles klar, danke. Mir scheint, wir brauchen aber irgendwas Kausigeres als diese Holzplatte. Ja, trotzdem sehr schön gemacht. Symmetrie ist eine Kunst, meine Damen und Herren. Fast. Die Post. Gelesen von Auntie Jiwan und L-E-A-Z. Bitte schön. Oh, das ist jetzt so ein heiliger Moment, dass ich das darf. Es ist wie wenn man so ein rotes Band... ja, schneidet. Hoffen wir, dass die Post gut ist. Zwei behutsame Seiten. Und zwei Nachrichten. Von 27. Juli 2021. Du darfst gerne beginnen.
das Gegenteil von Sehnsucht. Ich komme nicht auf das perfekte Wort, aber ich könnte das Gefühl beschreiben. Wenn du einen neuen Song im Radio hörst und der ist eigentlich ganz okay, catchy und so. Aber dann läuft er im Radio raus und runter und der Arbeitskollege hat ihn in jeder Playlist und irgendwann nervt er nur noch. Vielleicht Übersättigung. Oder Angst. Wobei man Angst als Gegenteil von fast allem nennen könnte. Bei Sehnsucht fehlt einem ja etwas. Also wäre das Gegenteil zu viel haben. Ich weiß gar nicht, ob wir in unserer Gesellschaft überhaupt zu viel empfinden können. Alle wollen ja immer noch mehr. Ja, vielleicht Übersättigung. Sehnsucht ist etwas sehr Starkes. Deshalb muss das Gegenteil für mich auch etwas sehr Starkes sein. Malte, 26. Juli am Telefon. Vielen Dank für diese Einsendung. Und es gibt noch eine. Du fängst jetzt an. Die ersten Worte, die mir einfallen, wenn ich Gegenteil von Sehnsucht denke, sind Ankommen, Zuhause, Ruhe. Ein Zustand, in dem nichts irgendwo hinzieht, in dem man einfach ist. Die Einsendung hat uns anonym am 26.07. per WhatsApp erreicht. Irgendwie muss ich schon noch drüber nachdenken, was hier steht. Wie ist es bei dir? Ja, aber das ist, weil ich das davor nicht gelesen habe. Naja, aber wenn du so sagst, Sehnsucht ist etwas sehr Starkes, deshalb muss das Gegenteil stärker sein, kannst du dir darunter sofort etwas vorstellen? Also nicht stärker, es muss auch sehr stark sein, aber ich empfinde nicht Sehnsucht als etwas Starkes. Es hat etwas einfach sehr Ruhiges und Leises und gemütlich für mich. Deswegen dann komme ich zu den zweiten, wo Ankommen, zu Hause, Ruhe. Ruhe gehört zu Sehnsucht für mich. Das ist interessant. Überhaupt, dass du Sehnsucht benennen kannst. Also ich kann das, glaube ich, gar nicht. Ja, ich muss da noch drüber nachdenken. Vielleicht nach der Probe. Wenn die Probe mal beginnen würde. Ja, komm. Also was ich mich frage, ist, was wäre für ein Song im Radio, was mich dazu bringen könnte, das zu... Also, weil ich habe nicht den Eindruck, ich finde dann irgendwelchen Song irgendwann mal nervig. So. Meine Schwester hat mir immer gesagt, ja, guck mal, du hörst einfach Musik, das ist eigentlich ganz geil, aber du hörst das so oft, dass ich dann einfach das nicht mehr mag. Also ich meine, selbst Whitney Houston könnte ich einfach ewig feiern. Echt? Auch in der Öffentlichkeit? Ja, auf jeden Fall. Ich stehe auf Kitsch, das weißt du doch. Ich bin zu deutsch sozialisiert. And I will always love you. Das kann ich einfach. Sorry, Mädels. Sorry. Oh, scheiße, es tut mir total leid. Hanna Schassner. Was ist denn los mit dir? Ich bin zu spät. Hier sind die Teppiche. Ja, also ich habe nur die drei gefunden. Mein Gott, ich habe die überall gesucht. Ich dachte, die wären bei meiner Mutter eingelagert. Oh nein. Bei deiner Mutter? Ja, ach, weil ich zwischendrin das ganze Bühnenbild zu meiner Mutter gefahren hatte. Weil ich hatte dann noch zwischendrin nämlich das Bühnenbild von dem Filmdreh mit den Jugendlichen aus der Schule in meinem Auto zwischengelagert. Dann habe ich nämlich unser Bühnenbild zu meiner Mutter gefahren, weil im Keller war kein Platz mehr. Und mein Problem war aber die ganze Zeit, wo verdammt nochmal sind diese blöden Teppiche? Und dann bin ich nochmal tatsächlich bei mir in den Keller, habe alles
und ich habe die Teppiche nicht ein einziges Mal gesehen. Und jetzt bin ich die ganze Zeit irgendwie auf der Suche gewesen nach diesen blöden Teppichen. Na gut, dass die jetzt da sind. Was aber auf jeden Fall das große Problem an der Sache ist, weil ich die Teppiche so lange gesucht habe, habe ich jetzt leider die anderen Sachen vom Bühnenbild vergessen. Die müssen wir dann noch bei mir holen. Also das ganze Bühnenbild. Du machst diesen eins. Ja gut, aber da war ja zwischenzeitlich noch das Bühnenbild von dem Filmdreh auch in meinem Auto. Und deswegen musste ich ja alles rausräumen. Ja, ist ja kein Problem. Wir können uns ja in der Zwischenzeit umziehen. Habt ihr Text gemacht? Ja. Okay. Und das mit den Kostümen dauert ja auch, sich das anzuziehen. Die Kostüme, die sind auch noch bei mir. Aber glaubst du, dass wir jemals einen Zustand erreichen können, wo es keine Sehnsucht gibt? Weil ich glaube, man wäre dann ja irgendwie tot. Also wenn du dich nach nichts mehr sehnst, heißt es ja entweder, dass du so Perfection erreicht hast, oder ich weiß nicht. Also ich glaube nicht, dass es Perfektion gibt. Und warum sollte man dann vor Ort keine Sehnsucht haben? Sehnsucht ist eigentlich nicht was Negatives. Es ist einfach zum Beispiel, also ich denke, ich weiß nicht. Nee. Also ich glaube, ich habe zum Beispiel ein extrem idealisiertes Bild von Freundschaft. Obwohl ich ja so eigentlich gegen Kitsch bin, kommt da der Kitsch raus. So. Bei Freundschaft ja. Kommt im Kitsch raus. Mhm. Das heißt? Also so aufmerksamkeitsüberladen und man soll sich schöne Sachen sagen und ja, das ist schon. Es ist halt nicht so dieses Bild von, ich kenne dich, ich finde dich cool, ich gehe mal ein Bild in Bild mit dir trinken, ein Bier mit dir trinken. Sondern es ist schon so dieses, keine Ahnung, Sturm und Drang. Ich schreibe dir den ganzen Tag Briefe, wie toll du bist und so. Also warte, das willst du, diesen Kitsch? Ja, it's hard to believe, but yes. Ich will so meine Freundin werden. Und dann kann ich dir kitschigen Sachen sagen und dir Briefe schreiben. Und Postkarte, wenn ich im Urlaub bin. Ah, ja, ich liebe Postkarten auf so Urlaub. Oh mein Gott. Ich auch. It's too much kitsch to handle. Ah, plötzlich überkommt mich eine Müdigkeit. Nee, Antine nicht. Schön gemütlich ist es hier. Wir müssen gleich einen Durchlauf machen. Das stimmt allerdings. Ich wollte nur noch unsere ZuschauerInnen darauf hinweisen, wie aktuell unser Stück ist. Hashtag Free Britney. Ja. I'm pretty baby, I shouldn't have let you go. Erstmal Pause. Pause. Ich brauche eine Pause. Sie macht schon einen Text. Pause. Läuft das Mittenchen an. Also es hat noch keiner das Bühnenbild aufgebaut. Okay. Ja. Okay. Wir fangen jetzt an. Ich kann nicht mehr. Ich bitte euch, das Bildschirm auszumachen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und für die Zeit, die ihr mit uns verbracht habt und hoffentlich sehen wir uns für am 4., 5. und 8. August. Und bei allen anderen Produktionen von Kane. Ja, natürlich. Und es ist nett mit uns, wirklich. Tschüss. Tschüss. Ciao. Erstmal eine Pause, oder? Du bist nicht du, wenn du hungrig bist.
Bin ich einfach jetzt die Einzige, die arbeiten möchte? Ey, wir haben schon Bühnen- und Kostümbild transportiert. Ich gehe jetzt, Lea. Wir machen italienischen. Sollen wir das Spielbrett wieder rausholen? Hast du die Bilder von deiner Schwester dabei? Nee. Ah. Nein, ey, nein. Aber vielleicht sind Mareikes Puppen bis dahin fertig. Ja. Das wäre geil. Oh mein Gott! Und das war die Sehnsucht.